So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Max Out Monday. Die Augen fallen schon wieder halb zu. Bin total müde. Heute Abend bei Chill mit Ramses wollen wir die ganzen Geburtstagsvideos gucken von der Turin, von der Fahrer, von der Bo. Da freue ich mich ja schon total drauf. Fühlt sich an, als hätte ich schon wieder Geburtstag. <laughs> Bin auf jeden Fall genauso müde und kaputt. Heute jetzt aber erstmal eine Folge Max Out Money und genießt den Anblick dieses Shigis. Also was ihr da rechts seht, dieses Maskottchen. Das ist das letzte Mal, die letzte Folge, wo wir dieses Shigi sehen. Denn es ist der 31.07. Für August gibt es ja ein neues Maskottchen, aber auch wieder bestimmt von das Erdnuss. was das sein wird, seht ihr dann. Das war das Juli-Maskottchen. Dieses Shigi, richtig fett, richtig groß. Ich möchte wieder ein Titel Pokémon Maxen. Und fünf Vorschläge aus der Community. Vorausgesetzt, ich habe ein 100er und genügend XL zum Maxen. Jetzt habe ich beim letzten Mal, als die Vögel da waren, ja so geradet, dass ich die alle maxen kann. Arctos war schon auf Level 50 in 100%. Äh, Lavados und Zapdos musste ich noch machen. Und passend dazu, dass regi Eleki in den Raids war und dass er ja ein Elektrohüpfer ist, haben wir beim letzten Mal Zapdos gemacht. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch. Also ich kann euch das auch noch mal zeigen, damit ihr mir glaubt. Argtos, toss Wenn man es richtig schreibt, dann erscheint es auch. Das ist Arktos hier. 100% Level 50 Glücks von Julchen getauscht. Das war schon fertig. Beim letzten Mal haben wir Zapdos gemacht. 100% Level 50. Aus dem Raid Zapdos genannt. Für heute... Fehlt da nur noch Lavados. Da gebe ich schon mal direkt ein 4 Sternchen und und jetzt Lavados, weil das ist mein Titel-Pokémon. Das ist auf 3465. Das ist Level 40. Es muss noch auf 50. Ihr seht, das ist ein erlöstes. Das heißt. Das war mal ein sehr gutes Krypto. Ich glaube, ein 96er habe ich dann aber erlöst. Damals war das Krypto-Feature noch neu. Alle haben gesagt, erlöst ja, die Pokémon, die, die leiden so sehr. Dann hat man das erlöst, hat ein 100er gehabt und man hat sich total gefreut. Aber ja, es wäre als Krypto natürlich stärker gewesen, besser gewesen, krasser gewesen. Aber ich sammle 100er, 100er Legendäre und da habe ich das natürlich gerne geopfert. Kommt hier auch auf 3917, bekommt von mir jetzt auch den Level 50 Tag dran. Und damit sind die Kandovögel endlich fertig. Alle drei Kandovögel in 100% auf Level 50. Ich hoffe, irgendwann bringen sie die Raubkatzen zurück. Damit ich meinen Raikun, mein Entei, die ich als Hunderter habe, maxen kann und ein bisschen auf Suikunjagd gehen kann. Aber momentan kein Raubkatzen in Sicht. Keine Ahnung, wann das mal kommt. Jetzt gehen wir rein, schauen mal, was ihr für Vorschläge gemacht habt, was wir maxen sollen. Dafür gehen wir in den Kommentarbereich unter dem letzten Video auf Neueste und schauen. Unser Jochen ist dabei. Jochen hat geschrieben Quapsel. Gucken wir mal nach vier Sterne und Quapsel. So. Wir haben Quabbo gemaxt. Wir haben Quapuzzi gemaxt. Und wir haben ein Quapsel nicht gemaxt. Das müssen wir maxen. Da machen wir einen Power-Up. Da hat der Jochen richtig gut aufgepasst. Und der erste Vorschlag vom Jochen zählt direkt und ist ein Quapsel auf Level 50. Da machen wir schnell den Level 50-Tag dran. Damit sind alle anderen Vorschläge von Jochen. Egal, weil es ja fair bleiben soll und jeder mal die Chance haben soll. Also, Abra, Macholo, Knofensa, Tentara, Kleinsten, ja, Bonita, Flegmon, alles egal. Balu ist der nächste. Alle, alle Kommentare nur von Jochen, jetzt Balu. Balu sagt Jorklev. Schauen wir mal bei Jorklev. Vier Vorschläge sind noch aus von euch. Ist Jorklev der Zweite? Also, ich muss auch hier so reindrücken. Ist auch wichtig, dass man die Familien sieht. Biss-Bark ist auf 50. Terrybark ist auf 50. Jorklev ist auf 50. Hier ist noch ein Jorklev, das heißt, das können wir verschicken. Das brauchen wir nicht. Familie vollständig. Jetzt muss ich aber bei Quapsel trotzdem nochmal gucken. Habe ich nämlich gerade nicht die Entwicklung angezeigt. Genau, hier ist nämlich noch ein Quack drin, was auch auf 50 ist. Quabuzzi Quapsel passt so. Immer noch vier Vorschläge offen. Tobias Reuters sagt. Datiri. Wir gehen wieder rein, schauen mal auf. Datiri. Wir haben Kölni auf 50. Ich wüsste nicht mal, wie der richtige Name heißt, weil es schon zu lange her. Dati, irgendwas, da -dat <laughs> auch auf 50. Datiri nicht auf 50, können wir jetzt auf 50 machen. Und damit wäre diese Familie auch abgeschlossen, auch vollständig. Hauen wir hier rein, den Level 50 Tag. Bitteschön. Gut aufgepasst, das ist Erdnuss, ne? Guckt ihr das Schick noch nochmal genau an. Das war der zweite Vorschlag von euch. Drei Vorschläge von euch stehen noch aus. Und habe ich. habe ich an das Quapsel jetzt den Level 50 Tag gemacht? Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, habe ich gemacht. Gut. Weiter. Drei Vorschläge von euch noch. Vati, Komur. Mein Vorschlag ist Vati. Schauen wir mal auf. Vati. Ampharos ist auf 50. Vati ist nicht auf 50. Voltilam ist auf 50. Wir powern also Vati auf 50, kommt auf 1720 WP. Das passt. Kriegt den Level 50 Tag dran. Das war der dritte Vorschlag von euch. Zwei fehlen noch. Benjamin Engel, dann schlage ich Mizunda zum Maxen vor. Gehen wir wieder rein. Mizunda, wir haben Fuegro, die Feuersoße. Wir haben Mizunda und wir haben Flamiao. Oh mein Gott, und hier können wir jetzt Zunda maxen auf 1934. Auch auf Level 50 machen, das passt. Level 50 Tag dran. Hier seht ihr, da ist noch ein zweites Flamiao, was nicht gemaxt ist, aber nicht wie bei. Was haben wir gerade verschickt? Yorklev. Nicht wie bei Yorclef würden wir das verschicken, weil das brauchen wir noch, weil davon kann ja noch ein Sea Day kommen, wo auch das Shiny eingeführt wird. Und dann gibt es ja wieder eine c Day-Attacke. Und dann wollt ihr ja vielleicht ein Flamiau zu Fuegro entwickeln, was dann die c Day-Attacke hat. Deswegen von den Startern, gerade von den Startern, wo sicher ist, dass was kommt, immer ein Hunderter aufheben, wenn ihr eins mehr habt. Das waren vier. Ein Vorschlag kann noch kommen. Kai sagt: Ich schlag Vati vor. Wati ist gemacht. Steven sagt, ich schlage Lucario vor. Müssen wir ein bisschen tricksen und sagen. Oh, ich habe leider kein hundertprozentiges Lucario. Ich habe letztens beim Tauschen ein hundertprozentiges Riolo bekommen, aber ich habe leider kein hundertprozentiges Lucario. Ich rede mich nur raus, weil ich möchte nicht einfach 100er Lucario maxen in dem Video als irgendeinen Vorschlag, wo das keiner sieht. Wenn. Dann soll das bitte ein Titel Pokémon sein und da ich eh keinen Titel Pokémon habe, kann ich ja gucken, dass wir vielleicht nächste Woche Lucario als Titel Pokémon maxen und jetzt schnell weiter gucken. Habe auch hunderte Zapdos, Freshly LP Leon, ich würde mich über Nachtara oder Plinfa freuen, das sind meine Lieblings Pokémon. Da muss ich mal kurz reinschauen. Nachtara müsste ja vielleicht sogar in mehreren Variationen. Nachtara, Bruder, Nachtara 2400 16 auf 50. Hm. Die Evoli-Familie insgesamt sowieso voll. Plinfa, können wir aber mal schauen. Impoleon ist auf 50. Pliprin ist nicht auf 50. Plinfa, weil er explizit Plinfa möchte, machen wir Power-up bei Plinfa. Das ist dann der fünfte Vorschlag. Das ist das Letzte, was durchgeht. Auf 1215. Das Lieblings-Pokémon gemaxed das sieht gut aus also wer schlau ist schreibt Librin rein denn das ist noch übrig von dieser Familie was noch gemixt werden kann Grüße an LP Leon und auch fette Grüße an Steven IW2 Yik mal gucken ob ich es mir merke mit Lucario dass wir das nächste Woche machen Grüße auch an den Rest hier Miku Genaya Enrique Koppa Familie Kahn Joel, Bune, Shiny, Glurak. Wenn eure Vorschläge jetzt nicht dran waren, dann schreibt sie bitte wieder unter dieses Video. Denn wir suchen wieder fünf Vorschläge aus der Community von Pokémon, wo ich ein 100er haben könnte und genügend XL, um diese auf 50 zu maxen. So, mal gucken, ob ich beim nächsten Mal bessere Laune habe, ausgeschlafen bin. Und ob wir dann ein Bliprin Maxen und wer das vorschlägt, wer der Erste ist, der das guckt und das wirklich drunter schreibt. Also ihr helft mir, ihr helft euch und dann geht es auch sch zügig voran. Wir sehen uns heute Abend 20 Uhr bei Chill mit Ramses. Morgen gibt es auch wieder ein neues Gewinnspiel, was dann die Woche danach aufgelöst wird. Also Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, bis zum nächsten Mal.